Ja, weiter geht's. Wir sind im Bosskampf. Uns fehlt ein Stern für die 100%. Ich könnte kotzen. Ich könnte dermaßen kotzen. Das glaubt mir keiner, wie sehr ich kotzen könnte. Da ist er. Ha! Wir haben die 100% tatsächlich erreicht in diesem Level. Ja, WTF, ne? WTF, WTF. Der Part fängt gut an, oder? Ah, ich bin so heiß aufs Zocken gerade. Das ist, glaube ich, der dritte Part, den ich heute drehe. Und dann habe ich meinen Soll für diese Woche dann schon erfüllt gehabt, wenn ich den nächsten dann noch drehe. Und kann mich getrost Yoshi's Island, Entschuldigung, Yoshi's Story und Luigi's Mansion widmen. Und seht ihr, was ich sehe? Also es geht hier Schlag auf Schlag. Erst ein super Bossfight direkt am Anfang dieses Parts. Und jetzt kommt Lucky 2. Watch out for Lucky 2. Ich hasse den Kerl. Ich dachte, echt, ich hätte mich inzwischen mit ihm angefreundet in Super Mario 64. Und dann kommt er im Regenbogen-Level und tritt mir in den Arsch. Ne? So ist unser Lucky 2 halt. Ist da oben was? Nö. Aber wir können die Eierblume runterholen, um besser an die Eier zu kommen. Eierblume, Eierblume. Gib mir doch mal ein Ei, Eierblume. Die Musik ist gerade leiser geworden. Hi, Lucky 2. Hi, Lucky 2. Komm, 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 komm. Komm, komm. Hunger, Hunger. Haha. Na, falsche Richtung. Ja, Shy Guy, hä? Ich muss mich ein bisschen für Mario Party rächen an dir. Du bist nämlich echt ein Arsch. Na. Yay, 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 yay. Wuhu, wuhu. Wuhu. Na, wo kommt er denn her? Komm doch her! Ja, Problem, Problem! Mist, fuck! Ja, dann ist das Wort heute auch schon mal gefallen, ne? Ich hatte ja erst am Anfang so den Ansporn, so, ja, weil pädagogisch wertvoll und so weiter und so fort, bla bla bla, blub blub blub. Es könnten ja Kinder zusehen. Aber. Also möglichst keine Fäkalsprache und keine Wörter benutzen, die irgendwie doof sind. Aber dann sehe ich, wie die Kinder heutzutage untereinander schon mit ihren 10, 11 Jahren reden. Und dann denke ich mir so, boah. Boah. So viel könnte ich nicht mal fluchen, wenn ich es drauf anlege. Kommst du mal runter? Danke. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Wirklich. Aber so sind die Kinder heutzutage. Und die machen sich auch keine Gedanken darüber, dass, No-Go-Wörter sind, sondern die sind untereinander so und haben sich diese Sprache halt angewöhnt, so miteinander zu sprechen. Und das, ja, leben sie halt dann aber immer aus. Ey! Geht ihr mir einfach hier in die Flugbahn? Ich glaub's ja nicht. Und das darf man denen auch nicht übel nehmen, dass sie dann so reden, denn sie wissen es nicht an. Ja. Scheiße. Sie wissen es halt nicht anders dazu machen. Sie haben es halt sich so angewöhnt, diese Sprache zu benutzen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Zwei Lucky Twos. Als hätte ich sonst keine Probleme, ne? Das auch noch. Und die meinen das auf jeden Fall gar nicht so böse, wie man das vielleicht dann immer denkt als Erwachsener. Für die ist das ganz normal, dass man so miteinander redet. Zum Beispiel, wenn ich früher das Wort geil benutzt hätte in meiner Kindheit, dann keine Ahnung.
das hätte schon Schwierigkeiten gegeben. Aber ich bin ja noch vom ganz alten Schlag und meine Eltern sowieso. Also sie sind schon relativ modern für ihr Alter auf jeden Fall. Aber ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Also ich habe moderne Eltern trotz ihres Jahrgangs und sie können kochen. Das können viele heute ja nicht mehr. Ich glaube, ich sollte das mal zu einem Thema in einem Minecraft... ich glaube, das war falsch, oder? Das war falsch. Das war eindeutig falsch. Ja, da hätte ich mal saven sollen, ne? Also, kochen wird mal irgendwann... Oh, von ganz vorne. Oh, komm, Leute, ich rush jetzt hier durch. Ey, Alter. Kochen wird irgendwann mal zu einem Thema im Minecraft-Let's Play. Da könnt ihr euch sicher sein, denn wenn ich nicht gerade lerne oder zocke und dabei aufnehme, dann könnt ihr euch ganz sicher sein, entweder ich schlafe, esse oder bin hinüber. Weil Essen ist so eine meiner Haupttätigkeiten. Habt ihr vielleicht schon festgestellt? Ich habe ja mal in einem Let's Play oder so, oder war es in meinem Vlog, erwähnt, dass ich viel esse oder habe währenddessen gegessen. Wieso hat er denn nicht zu einem Ei gemacht? Oder geht das nicht? Nee, es geht gar nicht. Oh, über Bande. Sehr schön, sehr schön. Ach, lasst mich alle in Ruhe. Ich will ja einfach nur durch. Zack. 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 Ja, nicht, dass ihr denkt, ich bin dick, ne? Ich habe einen gesunden BMI inzwischen. Den habe ich mir hart erarbeitet. Aber jetzt nicht, dass ihr denkt, von oben nach unten, sondern nein. Ich habe mir den von unten nach oben erarbeitet. Stylisch. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, spult nochmal zurück. Ich kann es selber gerade kaum glauben und muss mir die Szene gleich nochmal angucken. Was wollte ich erzählen? Ach so, ja, Essen und Gesundheit im Sinne von Gewicht. Also eigentlich ist das Gewicht egal, solange man sich wohl und gesund fühlt und fit vor allem. Aber wenn man keine Luft mehr bekommt, dann sollte man sich doch schon mal überlegen, ob man so wie man jetzt lebt, gesund lebt. Das hatte ich doch richtig in Erinnerung. Ach, das war alles. Ich dachte, hier wäre noch was. Hä? Gerade eben war da noch nix. Ach so, so war das. Ja. Und zwar war nämlich folgendes mein Problem. Ich hatte so ein BMI so zwischen 18 und 19. Und, oh, das ist das hier. Oh yeah. Das heißt, ich habe auf meine 1,64, sag ich mal, die ich groß bin, habe ich gewogen 49 Kilo und hatte halt dann immer, ja, keine Ahnung, habe auch keinen Sport gemacht und war dementsprechend auch nicht fit und dachte so, ja, komm, machst ein bisschen Sport, ein bisschen fitter. Hat natürlich nicht geklappt, aber ich dachte mir so, aber wenn du zunimmst, vielleicht fühlst du dich dann ein bisschen wohler, wenn du nicht so knorrig daherkommst. Und dann habe ich es wirklich drauf angelegt. Ich habe gegessen, was da war. Und dann habe ich halt, ja, es hat sich jetzt so eingependelt bei 55 Kilo, 55, 56 Kilogramm. Also, eine ordentliche Figur. Alles sitzt da, wo es sitzen soll. Sollte man in meinem Alter auch normalerweise von ausgehen. Okay. Da oben oder hier unten? Da oben komme ich jetzt nicht hin. Und, ah, verstehe. Und es hat sich aber trotzdem nichts an der Tatsache gebessert, die ich verändern wollte. Und, ihr könnt jetzt natürlich spekulieren, was das ist. Also zum einen meine Fitness, aber es hat auch noch ein paar andere Hintergründe. Und es hat sich aber nicht wirklich was getan. Und ja, jetzt habe ich das Gewicht halt.
bekommst nicht mehr runter. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil im Prinzip ist es ja ein gesundes Gewicht. Und ich kann essen, was ich will. Also ich kann alles in mich reinstopfen. Und ich esse jetzt nicht nur Junkfood oder so, sondern ich esse morgens zum Frühstück eine Waffel. Also so belgische Waffeln mit super Schokolade. Oh, okay. Na toll, das wäre unsere Chance gewesen. Ne? Die haben wir verkackt. Sehr doll verkackt. Und ja, das ist halt so. Man könnte jetzt sagen, das ist doch kein Frühstück. Aber es ist mehr Frühstück, als sich mal eben so ein Nougat-Brotaufstrich-Dingens reinzupfeifen. Im Prinzip ist es dasselbe. Nur, dass mir von der Waffel weniger schlecht wird als von so einem Nougat-Brötchen. Du gehst mir auf den Sack, Lucky Two, ganz gewaltig. Also so ein Nougat-Brötchen finde ich da schon echt ein bisschen ekliger. Wie kriege ich dich weg? So oder was? Ja, so bestimmt nicht. Oh, Lucky Two, geh weg. Ja, und deswegen finde ich, kann man, wenn man so ein Nougatbrötchen als Frühstück ansieht, kann man auch ruhig so eine Waffel als Frühstück ansehen. Das gibt sich nicht viel. Achso, wir haben ja eh die eine Münze verkackt. Naja, egal. Oh, wir haben nur eine Blume gefunden. Eieiei. Ja, und aber ansonsten esse ich normal. Also oft Mittagessen. Also oft gibt es Mittagessen. Unter der Woche manchmal nicht, weil ich vielleicht sehr lange Uni habe oder so. Aber ansonsten gibt es normalerweise Mittag. Wenn nicht, mache ich mir was. Es gibt ja auch noch die Mensa. Und ansonsten abends grundsätzlich immer ausgiebig essen. Entweder warm mit ordentlich Kalorien oder kalt mit viel Abwechslung. Ne? Viel Antipasti und so weiter. Und mit eurem Hunger und meinem auch jetzt endlich wieder erlangten Appetit möchte ich jetzt eine kurze Pause einlegen. Dann habt ihr Zeit, um was essen zu gehen. Und euch dann direkt irgendein anderes meiner Let's Plays anzugucken, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt oder was heute auch noch neu hochkam. Heute wäre ja dann, glaube ich, wieder Yoshi's Story dran gewesen. Ich weiß, ich bin gerade im dritten Part. Ja, müsste sein. Okay, also dritter Part, den ich heute drehe. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Bis dann!